Nirgends kommen sich Menschen näher als beim Verrat. Jeder von uns weiß, was für ein drogensüchtiges Miststück du bist. Was weißt du? Gar nichts weißt du. Ihr seid doch alle ahnungslos. Wir haben dir vertraut. Du hattest unser Vertrauen. Wo sind die Vorräte? Wolltest du, dass wir alle so enden? Als hungriges Stück Fleisch? Hä? Bitte, ich hab nichts gestohlen. Ich würde euch doch nie verraten. René! Du hast unsere Vorräte gestohlen und sie gegen diesen Scheiß getauscht. Hättest du uns echt verrecken lassen, ja? Ich werde dir zeigen, wie es ist zu verrecken, wenn du mir nicht sofort sagst, wer die Vorräte hat. Bist du total verrückt? Du kannst doch nicht einfach einen von denen hierher holen. Weißt du, was damals mit ihm gemacht wurde? Ihnen wurden Finger oder aber auch ganze Hände abgetrennt. Wie witzig, dass es für diese Gesellschaft kein Problem darstellt. Und mein Kollege da unten wird auch gleich satt. Verrat und Mord gehören zusammen. Bitte nein, bitte, bitte nicht. Du weißt genau, wohin dieser Weg führt? Dieser Weg ist eine Einbahnstraße. Ja, okay. Ich habe ein bisschen was von uns genommen und es bei den Rebellen getauscht. Aber es ist doch genug für uns alle da. Ich weiß, das war falsch, es tut mir leid. Bitte, René, ihr müsst mir verzeihen, das passiert nie wieder. Okay, nie wieder. Ich weiß. Das ist doch nur Mord, Mann. Alle Kreaturen Gottes tun das auf die eine oder andere Weise. Bitte, ich will nicht sterben und du willst das hier auch nicht. Ich kenne eine Menge Leute, die es verdienen zu sterben. René! Das ist das Ende.